Hey ho, Retro-Freunde und herzlich willkommen zur nächsten PlayStation Zone Ausgabe Volume 3 vom Januar 1999. Wir sind im Jahr 2022, ich weiß, aber 1999, das ist schwierig für einen. Ja, wir sind halt im Februar 1999 und wir machen mit den Demos los. Also, los geht's. TOCA 2. Ach, das werde ich ja noch. Ach, Reset-Taste müssen wir noch ein bisschen. Beziehungsweise zurücksetzen, wie ich hier lese. Machen wir eine Runde Rennen sozusagen. Wie gesagt, das ufert zu lang aus. Ich mache vielleicht so 3 Minuten. Das könnte sogar eine Runde sein oder 3 bis 5 Minuten. Wir nehmen ja klassisch die Autos, ne? TOCA 2. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Teil 1. Sage ich jetzt lieber nichts zu. Wird aber noch als Projekt kommen. Das wird ein richtig schönes Projekt, wo man sich richtig tot ärgern kann. Ja. Ich komme, meine Freunde. Silverstone könnte das sein, oder? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, Freunde. Also, TOCA 1 wird richtig fies, ich schwör's euch. Das wird richtig fies. Ich werde das doch nicht noch können? Sag nur! Das wäre jetzt hanebüchend, wenn ich das jetzt noch könnte. Ich komme aber irgendwie nicht vorwärts. Ich komm nicht vorwärts. Ah, doch. Komm, Florotz. Einen hätte ich ja mal, ne? Das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Du. Concentration. Brauche ich definitiv. Freunde, hat mir durch hier. Aha. Renault, unser Erzfeind. Aus dem ersten Teil. Renault ist unser Erzfeind, wohlgemerkt. Aus dem ersten Teil. Ach, ihr könnt nix, lasst es. Ey, wir werden noch Teil 1 machen, ich schwör's euch. Das wird richtig lustig noch. So jedenfalls nicht, so wird's unlustig. Das ist einfach, wenn man zu arrogant wird und glaubt, es besser zu können. Ich kann's besser, aber das Problem ist, ja, ich war mir schon der Sache zu sicher. Na gut, 50. Lach ich drüber, ist bloß eine Demo. Ey, lach drüber. Wir können ja mal ein Replay angucken. damit ihr auch das mal gesehen habt. Ne, man kann ja nicht immer hier nur Grenzsituations zeigen im Gameplay, sondern man muss es ja, ne? Man muss es ja schließlich auch mal so als Video zeigen. Den Honda habe ich übrigens im ersten Teil auch nochmal gespielt. Weil ich es kann. Aber ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich so gut klarkomme. Ach, das wird herrlich, wenn ich den ersten Teil mache. Kann man sich schön aufregen. Wird richtig toll noch. Man sieht ja auch hier, dass ich so richtig gut wegkam, dass ich da richtig gut vorwärts kam. Ich glaube, ich hätte noch einen Einstellenplatz noch gekriegt, so ungefähr. Ja, so weit weg waren die gar nicht. Ich hätte ja gedacht, da habe ich schon ein bisschen was rausgefunden, dachte ich so ein bisschen. Aber so weit weg waren die gar nicht. Ja, man kann nicht alles haben im Leben. Oh, der eine ist sogar gegen die Mauer geknallt. Hochinteressant. Ich glaube, die Rechtskurve war jetzt, glaube ich, das, wo ich Mist gebaut habe. Nein, ja genau, hier habe ich Scheiße gebaut. Ja. Man kann nicht alles haben im Leben, ist wirklich so. Achso, ich muss jetzt zurücksetzen. Setzen wir halt zurück. Ne? Wir können es halt. Wir setzen zurück. So, machen wir mit Apokalypse weiter. Das ist ein verdammt schweres Spiel, glaubt's mir. Ich hab's durch. Oder nicht durchgeschafft bislang, bis heute, weil der Endgegner ist so derbe fies. Ach, da zucke ich zusammen. Na, vielleicht mache ich das doch nochmal, weil alleine um mein eigenes Trauma zu siegen. Here we go. Übrigens, das ist die englische Fassung. Und da ist, oder die US-Fassung, und da ist halt, im Gegensatz zu Deutschen, das nichts. Also in der Deutschen, dann gibt es hier kein Blut und hier gibt's halt das Blut, also da das unterlag damals auch der sagen wir mal, den Jugendfreigabe der USK. Der hat das damals abgeändert. Aber das traf einige Spiele. Alter, das macht aber echt Laune wieder. Die Sprüche sind von seinen Filmen. Das ist Bruce Willis, seine Sprüche, die haben sie schön übernommen. Ah, mach mal so hier. Das kann ja, Hihihi. Du kannst nix. Du kannst auch nix. Ja, haha. Und tschüss. Und noch mehr, der nächste. Erzähl hier nix, Mann. Ja, warte mal. So, jetzt nochmal springen. Wir müssen aufpassen. Wegen Springen und so. Ja! Kopf ab. Affe tot. Ja, tschüss. Ja, ja. Ey, kannst du mal sterben? Ich verlange, dass man stirbt, wenn ich komme. Vielleicht mache ich das wirklich mal. Ich kriege nämlich gerade richtig Bock drauf. Aber ich habe so viele Projekte noch in Planung. Ich konnte noch nicht. Au, 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 au. Ist ungezogen sowas. Das macht man nicht. Erst recht nicht mit Gefangenen, die traumatisiert sind. Ja, Abi. Ja, schreit. Der Schreit blutet. Ja. Zieh mich an euer Leid hoch. Yeah. Und tschüss. Tschüss. Ah, ich weiß noch nicht. Ich habe gerade richtig Bock gekriegt. Ah, schade, dass die Demo schon vorbei ist. Aber man kann nicht alles haben. Ich sag's immer wieder. Ich glaube, ja, ich muss hier auch zurücksetzen, glaube ich. Ja, ich gebe auf. Ich quitte. Oh, ich quitt. Oder hat das schon gereicht? Ah, das reicht schon. Sehr schön. Ja, es kommen noch sehr viele PlayStation Zone Demos, Freunde. Falls einer einen Wunsch hat, was ich machen soll, kann das ja äußern. Ich werde versuchen, das umzusetzen. Bezüglich Retro Games. Natürlich werden auch aktuelle Games auf diesen Kanal kommen, das ist keine Frage, aber es muss erstmal so richtig dabei sein. Ich würde ja sowas wie Horizon und sowas machen, aber das Problem ist, die Open World ist extrem lang. Da lohnt sich erstmal mehr so Retro-Games, weil die halt schon alle durch sind. Bei PS5-Spielen, ja, lohnt sich das noch nicht. Hey. Willkommen an diesem trüben Abend. Ich weiß noch nicht mal. Das ist doch kein Foul, nicht im Ernst, oder? Ach, der Scheiße. Ich hab doch geschossen! Oder versucht. Ich weiß nicht, wie sie das ändern möchten, aber hier gibt klar eine Mannschaft den Ton an. Ey! Sack! Ein wirklich gutes Kombinationsspiel. Ey, du Sack! Ey, du sagst, das lasse ich patentieren, weil ich natürlich weiß. Shit happens. So viel Wucht versenkt. Man kann nicht alles im Leben haben. Auch das zählt darunter. Wenn man Tore kassiert. Ach, das ist Bayern! Oh, das will ich jetzt gar nicht in die Folge. 1:0. Das sind... natürlich... Der unparteiische Pfeil die erste Halbzeit ab. Halde, pfeif doch ab, Mann. Ja, das war's mit der Demo. Ja, ich wusste einfach mit den also ich würde, mein Kreis war immer Schuss. Ja, man kann auch nicht alles da, nicht alles haben. Ist ein nettes Spiel, aber Fußball auf den Kanal wird es nicht geben, weil einfach, das ist schwierig mit der Musik immer. Auf YouTube. Die letzte Demo übrigens hier kann man nicht benutzen, weil das ist ein Musikmaker quasi. Das ist, da kannst du eigene Musik kombinieren und ich habe ein bisschen Bammel bezüglich der YouTube-Richtlinien, dass die halt, dass ich Teile davon rausschneiden muss vom Video oder dass es vielleicht sperren oder so, weil halt da Musik drin ist. Ja, auf der Demo an sich ist auch Musik, aber das ist noch ein bisschen anders. Das ist noch ein bisschen anders gelagert, Freunde. Ich hatte ehrlich gesagt mit Tennis nie was im Hut, aber ich mache gerne alles mit. Aber wir nehmen erstmal. Ich nehme erstmal alles mit. Wie gesagt, ich kenne mich mit Tennis da gar nicht aus. Tennis ist wirklich für mich immer so ein unbekanntes Land. First set. Player one to serve. You join us for a one-off game here at the Solent International Pro Sports Club for a singles match. Gustafsson, player one. Playing, of course, on a grass court, so we should anticipate a pretty fast game. Although it has been raining, the court surface hasn't been affected too much. And first up to serve is player one. Okay, die Demo läuft automatisch ab. Fault. The serve was way too long. Fault. Hä? No 15. What an untidy serve. Player one is losing concentration with these serves. Fault. Wieso ist das ein Foul? Verstehe ich nicht. Warte mal, wir gucken mal, ob ich das so machen kann. Warte mal. Hä? Love 30. Fault. Hä? That was a very long serve. Leute, was ist das denn? Fault. Hä? Love 40. Gott sei Dank, das ist ja wirklich komisch, hä? Fault. It's breakpoint. Player one. Foot fault. Game. Hä? Der Computergegner macht auch Fouls? Hä? Hä? Ich sag jetzt nichts dazu. Wie gesagt, die letzte Demo mit dem Musikmaker verkneife ich mir mal. Hä? Was war das denn jetzt? Wie gesagt, die verkneife ich mir mal jetzt. Ey, sag mal. Das muss jeder selber wissen. Ey, ich glaube, ich spinne. Codemasters. Erstes Quartal 1999. Waifu. Von Activision, Action Adventure, Februar 99. Find him and see that not a scrap of fur remains. Don't be so hasty. He'd make one heck of a nice rug. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, bei den Videos gar nichts zu sagen, auch nicht die Erscheinungsdaten. Ich meine, das könnt ihr alles lesen. Das mache ich höchstens bei den Bildern, habe ich mir überlegt. Classic copy match. Player 1. has finished his hole 2 under par. After hole 3, the match remains level. The second hole is a long par 3 of 238 yards. The major hazard is the lake that sits behind the exposed green. The green slopes down to the water, making life pretty difficult. There are deep bunkers both left and right, and the margins of the fairway, well, pretty narrow in front, but unless you make a bad mistake, they shouldn't come into play. From the tee, try and drive straight for the front of the large green. Try and avoid the slope by the front bunker. Aim to land on the upper edge. This should keep you out of those dark waters. That was a putt with quality from Han Langer. That's in the bunker. But nicht schon wieder, oder? Die CD ist aber sauber, muss man dazu sagen. Ich hab noch extra nachgeschaut. Warte mal, lieber zurücksetzen, das ist schon wieder so. Muss ich das aber in ein Gedächtnis rufen, das sind alte CDs, ne? Das wird bestimmt noch das ein oder andere Mal vorkommen. Das waren die, jetzt machen wir Work in Progress, also Spiele, die damals noch in Entwicklung waren. Ja, da haben wir ja aber was vor uns, du. Haha. A Bugs Life. Hat man in den letzten beiden Ausgaben schon 5. Februar 99 von Sony und Disney Action Adventure. Dazu kann ich nichts mehr sagen, wie gesagt, in den anderen beiden Ausgaben habe ich schon nicht viel sagen können, aber wie gesagt, das ist halt nur eine Spieleumsetzung, eine Filmumsetzung auf einem Videospiel, ne? Muss man dazu sagen. Was kann man da großartig da noch sagen? Asterix. Februar 1999 von Infogrames Action Adventure. Ich habe eigentlich nur die Super Nintendo Spiele gespielt, aber das ist an mir vorbeigegangen, Freunde. Bugs Bunny Lost in Time. Mai 99, Infogrames Action Adventure. Habe ich auch nie gespielt, aber... Ja, man weiß ja nie, vielleicht kommt es ja mal. Man sollte niemals nie zu irgendwas sagen. Police 2. Oh, da würde ich mir von Sony nachfolgen. Zweites Quartal 1990 von Psygnosis Action. Da würde ich mir echt mal ein Remake wünschen. Oder Fortsetzung eher schwierig, aber ein Remake. Hat mir damals richtig Spaß gemacht. 1 und 2 natürlich. Also nicht nur der zweite, sondern der erste Teil auch. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Mal sehen, es gibt wirklich genug Projekte. Da könnte man ja mal was machen. Jackie Chan's Stuntmaster. Ja, Release März 1990 von Sony Action Adventure. Ja, ich sag mal so, ich habe ja vieles gespielt damals, aber das ist alles so was, was an mir vorbeigegangen ist. Obwohl ich trotzdem Respekt vor Jackie Chan habe, was der alles in seinem Leben schon gemacht und was der sich für Knochen gebrochen hat. Hilfe! Hat der überhaupt noch einen Knochen, der noch nicht belastet wurde? Muss man sich mal eine Gegenfrage stellen. Metal Gear Solid? 26. Februar 1999, Action Adventure von Konami. Muss ich dazu noch was sagen? Klassiker? Ey, ich hau's immer wieder rein. Ich kann's spielen. Da kann die Grafik noch so altbacken sein. Boah, ist das einfach nur geil. Immer wieder ein Remake in der Gerüchteküche, aber noch nichts Handfestes. Das Spiel ist komplett an mir vorbeigegangen. Erstes Quartal 1990 von das Boxspiel und von Codemasters. Ich kenne nur Final Fight von EA. Also, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Racing Simulation 2. 15. Februar 1990 von Ubisoft. Ja. Wie gesagt, es haben damals einige versucht, auf den Formel 1 Zug so ein bisschen aufzuspringen. Ja. Mal gut, mal schlecht gelungen. Das ist einfach so eine Sache. Oh. Roll Cage. 5. März 1990, Absolut geil. Puh, kann ich nur empfehlen. Macht Fun, wenn man so ein bisschen abschalten will und mal was anderes sehen will. Ist mal was anderes auch. Also, ich hatte meinen Spaß. Obwohl man sagen muss, es ist schon eine ganze Weile her, also da gibt es so viele Projekte, wie gesagt, also ich muss die Auswahl eingrenzen, sonst komme ich ja nicht vorwärts, also um Gottes Willen, was soll ich noch alles machen? Ich bin doch keine Maschine. Obwohl ich manchmal denke, ich bin eine. Until. März 99 von Konami. Alter, ist das ein geiles Teil. Kann ich auch nur empfehlen. Da muss ich eigentlich auch nichts zu sagen. Also, auch da gibt es Gerüchte ohne Ende bezüglich eines Remakes. Also, ich würde es begrüßen. Also, wie es ist. Also wenn ich so eine Frau ansehen würde, würde ich wegrennen. Voll die Psychotussi. Hat mehrere Enden. Ist auch teilweise bockschwer. Also ich... Ja. Empfehlen kann ich auch das. Extrem geile Stimmung, ja, auch jetzt noch heutzutage. Wer es noch nicht gespielt hat, soll es nachholen. Seifenfilter, April 99, 3D Action Adventure von Sony. Ab da habe ich zurzeit, mache ich da Videos auf den Kanal. Ja, ein Remake wäre sowas von angebracht. Aber ob da jemals noch was kommt, ist eine andere Geschichte. Rapgunner. Ja, Februar 99 von Konami. Action, ja, ist auch an mir vorbeigegangen. An mir vorübergezogen. Jark oder Jark 99 VCC Games, kenne ich nicht. Halt ein Rennspiel. Hat eine Ähnlichkeit mit Wipeout, was später auch von Sony kam, also so, das waren die Work in Progress, jetzt demnächst erhältlich. Ja, das ist nicht viel. Legen wir mal los. 22. Januar 1999 von Eidos. Gakuchi der Heartless Action Adventure. Hatten wir in der letzten Ausgabe. Die Demo hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ja. Ob ich das jemals als Projekt mache, das weiß ich nicht. Konami, Januar 1990, ein Action-Adventure. Kenne ich gar nicht. Aber gut zu wissen, dass es das gibt. Vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Vielleicht ist es eine Perle, man weiß es ja nicht. Eliminator, 5. Februar 1990, Action, ja, auch komplett an mir vorbeigegangen. Secret Fist von Konami, Januar 1990, ist ein Beat'em Up. Oder seit neuestem nennt man sowas Fighting Games. KKND Crossfire von Infogrames, Echtzeitstrategie, Februar 1999. Da hat man halt versucht, mal auf der Command & Conquer Erfolgswelle mitzureiten, was wahrscheinlich nicht gelungen ist, sonst hätte man davon irgendwann später nochmal was gehört. NFL Extrem von Skat, weiß ich nicht, wer das ist. Januar 1999, halt ein Footballspiel. Ich kann mit Football nichts anfangen, aber ich sag mal so, wenn andere damit was anfangen können, ist doch kein Problem. Jeder soll seinen Spaß haben. Taifu von Activision, ja, Februar 1999, mit Action, Genre Action. Habe ich noch nie gespielt, wenn ich ehrlich bin. Müsste man ausprobieren. So, das waren die demnächst erhältlich, die Hit-Tipps, da wird es bestimmt jemand geringer. Eine Uhr nicht so, hä? So nicht so viele. Naja, gut. Apokalypse, Action erhältlich, ja, ja. Geiles Spiel, aber sau schwer. Astronauts 3D. Shoot'em Up ist erhältlich von Activision. Ja, die haben auch damals ganz schön viel gebracht. Genauso wie Psygnosis und Sony selber. Blaze and Blade. Erhältlich Softgold, kann ich nicht. Action Adventure. Ich hätte das eher jetzt für ein RPG gehalten. Okay. Colony Wars Vengeance ist auch erhältlich von Psygnosis Action, ja. Es gibt ja wirklich Spieler, mit denen ich mich unterhalten habe. Die sagen Colony Wars, das war geil, aber ich habe ja, außer die Demo, die wir bei der ersten Folge gespielt haben, habe ich ja nie was davon gespielt oder mich damit befasst. Crash Bandicoot 3 von Solent, von Skat, keine Ahnung, weil das Skat ist, Jump'n'Run erhältlich. Ja, man muss auch sagen, hat auch Spaß gemacht, die Originale sowie die Remakes davon. Man muss auch sagen, bei der PlayStation Zone, die Hintergrundmusik war richtig toll damals. Hat so ein bisschen auch Stimmung erzeugt. FIFA 99 hatte ich damals auch, war auch geile Musik bei. Ja, war erhältlich oder ist erhältlich von Electronic Arts. Ja. Logisch, das sind ja nur die Gurus mit ihrem Fußballspiel da, obwohl sich das mittlerweile auch so ein bisschen eher wie Updates anfühlt als Erweiterungen und alles mögliche. Hat auch den Eindruck, dass sie sich damals ein bisschen mehr Mühe auch gegeben haben noch. Libero Grande war halt so ein Ding. Wir müssen mal auf die Erfolgsschiene von FIFA rumreiten. Und Namco, die hießen damals noch nicht Namco Bandai, die haben dann Bandai fusioniert. Da heißen jetzt Namco Bandai oder Bandai Namco, je nachdem, wie man es sehen will. Da man davon nie wieder was gehört hat, vermute ich, dass sich die Verkaufszahlen auch nicht so rentiert haben. Naja. Man sagte nicht umsonst, Schuster bleibt bei deinen Leisten. NBA Live 99. Ja, auch von EA, also da hat sich's im Gegensatz zu heute ja nichts geändert, muss ich mal dazu sagen. Das sind halt, ist halt der Sport-Publisher schlechthin. Small Soldiers gab es einen Film und ja, wenn man sieht, das Spiel, aber ich habe beides nicht weder gespielt noch geschaut habe ich. Auch von EA. Action. Tiger Woods 99. Ja. Wen wundert's, auch von EA. TOCA 2 hatten wir gerade als Demo. Ja, ist erhältlich von Codemasters, Rennspiel. Macht einfach Spaß. Ich muss mal gucken, wann ich den ersten Teil mache. Keine Ahnung. Mal schauen. Tomb Raider 3, auch erhältlich von Eidos, ja, Action Adventure. Wie gesagt, ich konnte mit den alten Teilen nie was anfangen, ich bin halt Fan der neueren Teile. So, das waren hier Tipps. Tipps und Tricks, Lexikon, wie gesagt. Habe ich schon öfters erklärt, ja, das ist halt nur, wenn du Unbesiegbarkeit haben willst und so, also ein paar Tastenkombinationen, Spiellexikon, nehmen wir mal an, irgendwelche Bewertungen, ne? Von irgendwelchen Spielen. Safe Games, wenn du irgendwelche Safe Games runterladen willst, wenn du irgendwo nicht weiterkommst. Da gab es immer eine Menge und halt die Credits, wer das Ganze erstellt hat, die Redaktion natürlich der PlayStation Zone, die sehr überschaubar damals war. Ne? Extrem überschaubar. Ja, das wär's mit der PlayStation Zone Volume 3 vom Februar 1999. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann nächsten PlayStation Zone, dann mit der PlayStation Zone Volume 4 wieder. Ja, und das war's von mir. Also, macht's gut!